Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Blue Alpine Crypto Analysen. In der heutigen Folge sprechen wir über Icon, wir sprechen über Chelo, wir sprechen über Celsius und dann noch weitere Informationen aus der Kryptowelt. Leute, nicht vergessen, heute Abend wieder Livestream, beziehungsweise von gestern verschoben auf heute. Also heute Abend 19 Uhr wäre der Livestream. Wir werden Cosmos bzw. Atom Token zusammen analysieren. Springen wir gleich in diese erste News-Story, und zwar geht es um das Celsius-Network. Celsius hatte ich ja auch vor ein paar Wochen analysiert und euch dann auch in den Nachrichten erzählt, dass Celsius nun neuen eben Investment aufnehmen möchte. Das heißt, man hat so ein Crowdfunding aufgesetzt, das sah dann so aus, beziehungsweise sieht so aus, und das ursprüngliche Ziel waren, glaube ich, 15 Millionen US-Dollar oder 17 steht hier zwar, aber das Hauptziel ist da, dass man eigentlich mit der Masse Investitionen in die Firma bekommt. Man erhält dann auch effektiv Aktien, sogenannte Preferred A-Shares, also das sind im amerikanischen, nach dem amerikanischen Gesetz natürlich gewisse Aktientypen, kriegt dann eben insgesamt 12,41% der Firma und wird dann idealerweise natürlich auch zu einem späteren Zeitpunkt diese Aktien entweder verkaufen können oder eben Dividenden darauf bekommen können. Jetzt, was das Spannende dabei ist, dass ursprünglich eben 15 oder 17 Millionen geplant waren, das wurde dann relativ schnell erreicht und man hat jetzt wieder das Funding aufgenommen und ausgeweitet und jetzt geht es noch etwa 17 Stunden, bis dieses Crowdfunding zu Ende ist. Das heißt, ihr habt jetzt noch 17 Stunden Zeit, euch bei Celsius als offizieller Investor anzumelden, entsprechend Geld zu investieren und dann auch mitzumachen. Ich glaubte, es ist Minimalbetrag sind 1000 US-Dollar, aber ich kann mich täuschen, ihr müsst euch das genauer anschauen. Aber was für mich ein bisschen unklar ist, ist eben, wie diese Preferred A-Shares in Europa oder in der Schweiz effektiv rechtlich versteuert werden müssen und wie man die genau lagern würde in diesem Zusammenhang, weil Celsius ist eine amerikanische Firma. Und dann ist da die Frage von der Doppelbesteuerung etc. etc. Böse Stimmen behaupten, Celsius brauche das Geld, weil sie eben vor einer Krise stünden. Erscheint mir ehrlich gesagt nicht so eindeutig. Auf der einen Seite hat Tether selber auch 10 Millionen US-Dollar Investment reingesteckt. Auch da würde ich jetzt sagen, das würden sie nicht machen, wenn es der Firma finanziell nicht gut gehen würde. Dazu kommt, dass Celsius ja im Leihmarkt, also im Kredit- und Leihmarkt aktiv ist und grundsätzlich als CeFi, DeFi, also Centralized Finance, also zentralisierte Finanzplattform, ja eigentlich immer eine Sicherheit entgegennimmt. Das heißt, bevor ein Kredit effektiv rausgegeben wird, wird eine Sicherheit entgegengenommen. Es gab dann aber kurz Gerüchte, dass ein paar Kredite komplett ohne Sicherheit rausgegeben wurden. Das hat mich ehrlich gesagt erstaunt. Ich habe dann auch jemanden aus der Celsius Community kontaktiert, warte da noch auf eine Antwort und würde die euch geben, sobald ich die bekomme. Nichtsdestotrotz, wer also an Celsius, an die Firma glaubt und dementsprechend Geld verdienen möchte mit den Aktien, kann das gerne machen. Als nächstes sprechen wir über Icon. Icon wird jetzt offiziell für die zweitgrößte Bank in Südkorea, das KYC, die Know Your Customer Verification übernehmen. Das heißt, Know Your Customer steht für Kenne deinen Kunden und es geht darum, dass wenn man zum Beispiel ein Bankkonto eröffnet oder gewisse Finanzdienstleistungen bezieht, bei welchem eben Gelder fließen und so ein bisschen die Quellen der Funds, also der Gelder, effektiv aufgezeigt werden müssen, ist es da extrem wichtig, dass man dieses KYC macht. Das ist auch gesetzlich, muss man das auch erfüllen. Und das Coole ist jetzt, dass eben eine App, die auf Icon basiert, diesen KYC-Prozess übernehmen wird. Das heißt, es wurde gestern angekündigt und die zweitgrößte Bank in Südkorea hat etwa 375 Milliarden US-Dollar an Assets. Das heißt, es wird sicher keine kleine Firma sein, und da werden sicher einige Kunden über diese Plattform laufen. Dann sprechen wir über Celo oder Jello, das in den
letzten 24 Stunden etwa 50% zugenommen hat, hauptsächlich weil eben das Coinbase Pro Listing gekommen ist. Da hat Coinbase ja vor ein paar Wochen angekündigt, dass sie eben weitere Kryptowährungen auf die Plattform nehmen werden. Auch das habe ich so ein bisschen in der Telegram-Gruppe besprochen mit den Leuten, die auf YouTube oder via Webseite Mitglied sind. Da gibt es jetzt doch einige Investitionsmöglichkeiten, die ich sehe, beziehungsweise die ich ein bisschen angekündigt habe. Von daher, für die Leute, die in der Mitgliedschaft sind, ihr wisst jetzt, welche Kryptos da effektiv spannend sind. Es sieht so aus, als wäre der Coinbase Pump zurück. Ich hätte mir gedacht, dass es nicht mehr wie früher ist, dass eben diese 50 bis 100% Gewinne nicht mehr möglich sind, aber es sieht wirklich so danach aus, als könne man effektiv Geld damit verdienen, indem man einfach darauf pokert, dass eine Kryptowährung auf Coinbase gelistet wird. Wieso bringt das einen Pump? Ganz einfach, Coinbase hat natürlich durch die Distribution, durch die Börsengröße auch ein gewisses Interesse am Markt, das es auslöst, und deshalb investieren die Leute bzw. kaufen die Leute den Coin. Als nächstes sprechen wir über die JPM Blockchain, bzw. JPM steht ja für JP Morgan, die Bank, die eigentlich relativ lange Kryptowährungen, Bitcoin ziemlich gehatet hat, eigentlich nicht so ein Fan ist, aber dann selber eben auf Quorum gesetzt hat, bzw. Consensus aufgekauft hat. Die haben Quorum aufgebaut und Quorum ist eine Blockchain, die auf Ethereum basiert, aber komplett privat. Und jetzt sagt einer der Entwickler von JP Morgan, dass da effektiv Ethereum eigentlich das Problem in der Geschwindigkeit ist. Das heißt, mit Quorum hat man natürlich die Ethereum Blockchain und mit dem hat man natürlich auch potenziell Performance-Probleme. Das hat man sich natürlich nicht richtig ausgedacht. Das heißt, wenn man natürlich jetzt skalieren möchte, dann läuft man genau in dieses Problem. Und bei JP Morgan, ich weiß jetzt nicht, wie das Projekt steht, beziehungsweise welche Größe man da anpeilt, aber da kommt man natürlich relativ schnell an das Limit. Das hätte den eigentlich jeder Blockchain-Experte oder jeder, der sich ein bisschen mit dem Thema auskennt, sagen können. Da bin ich jetzt auch wieder überrascht, aber das zeigt halt wieder, die Banken sind den Kryptowährungen oder der Technologie ein bisschen hinken da ein bisschen zurück. Schade, dass da JP Morgan nicht auf eine andere Krypto gesetzt hat, beziehungsweise andere Technologie oder auch nicht in die Technologie effektiv investiert hat. Für Ethereum nach wie vor positiv, solange sie Quorum oder eben die Ethereum Blockchain brauchen, müssen sie rein theoretisch auch die Gebühren in Form von Gas Fees zahlen und das würde dem gesamten Netzwerk natürlich wieder gut tun. Dann gibt es wieder das neue Ranking aus der Welt in China, also es ist das CCID, das ist eine Organisation, die regierungsnah ist und jedes Jahr die Public Blockchains bewertet. Die Bewertung ist ein bisschen komisch, also die nennen das Basic Tech, Applicability, Creativity. Also das sind so drei Kategorien, die sie bei der welchen sie Punkten vergeben und dementsprechend das Ganze ranken. Interessanterweise EOS und Tron, von welchen wir jetzt in den letzten 6 Monaten relativ wenig gehört haben, sind da auf Platz 1 und 2, dann Ethereum, Lisk, Quantum kommt irgendwann, Stellar Lumens, Bitcoin selber ist hier irgendwie auf dem 14. Platz. Von daher sehr, sehr interessant, wie das Ganze bewertet wird. Auch Kryptos, die sonst überhaupt nicht spannend sind oder halt für den ganzen Rest der Welt spannend sind, zum Beispiel Link ist da sicher eine Krypto, ist hier zum Beispiel gar nicht aufgelistet. Und da ist jetzt wieder die Frage, ja, wer bewertet das, wie wird das genau bewertet? Erst dachte man ja, das sind alle China-nahen Kryptowährungen, das wären dann Quantum, NIO, vielleicht Tron, aber auch da EOS, Ethereum, Lisk hat eigentlich gar nichts damit zu tun. Von daher ist ein bisschen interessant, dass dieses Rating so aussieht, wie es aussieht. Ich glaube, wir müssen das einfach so hinnehmen, überlegen, gibt es da irgendetwas, was wir nicht beachtet haben, beziehungsweise was wir in unser Portfolio, in unsere Investmentthese aufnehmen könnten und dementsprechend weiterschauen. Und als letzte News Story sprechen wir über eine Zusammenarbeit der Börse Stuttgart, Bosch und Daimler. Die arbeiten nämlich an einer neuen Finanzierungsmethode auf Blockchain-Basis. Das bedeutet so viel wie, wenn Daimler
der Autohersteller zum Beispiel Elektroladestationen bauen möchte, dann kann man da einen Token rausgeben, um flexiblere Finanzierungsmöglichkeiten zu ermöglichen. Von daher sehr, sehr spannend, dass dieses Pay-per-Use, also bezahlen nur, wenn du effektiv das Ganze nutzt oder halt quasi die Infrastruktur nutzt, ist extrem spannend. Ich glaube, in Kombination mit Elektrofahrzeugen, mit Ladestationen, mit Einkäufen auf Industriebasis kann das sehr, sehr spannend sein. Also stellt euch da vor, was man heutzutage irgendwie mit US-Dollar und dann noch mit Währungswechsel etc. bezahlen muss, kann man vielleicht später auf Ethereum via Smart Contract einkaufen. Das heißt Teile, Güter oder eben Ladestationen oder quasi die Ressource selber, die Energie selber, die man dann dementsprechend bewerten kann. Eine sehr, sehr spannende Zusammenarbeit, aber ihr kennt meine Meinung zu Partnerschaften und Zusammenarbeiten. Auch wenn die drei Marken hier, die involviert sind, relativ groß und spannend sind, möchte ich hier Resultate sehen und erst dann effektiv sagen, okay, das ist bullish für Ethereum, das ist bullish für XYZ oder man kann ja jetzt rein theoretisch in die Bosch oder Daimler Aktie bereits investieren. Nichtsdestotrotz, cooler Anstoß in die richtige Richtung. Das war's von der heutigen Folge. Gebt mir wie immer einen Daumen hoch, abonniert den YouTube-Kanal, abonniert den Podcast, ganz wichtig, abonniert den Newsletter. Denn da werden noch weitere Details am Wochenende kommen zu Cosmos bzw. Atom. Wer jetzt noch weitere Details über die Mitgliedschaft erfahren möchte, kann hier auf bluealpineresearch.com/Mitgliedschaft gehen oder auf YouTube auf Membership steht es, glaube ich, auf Englisch oder auch da wahrscheinlich Mitgliedschaft. Dann könnt ihr da loslegen und gleich in die Telegram-Gruppe mit einsteigen. Wir sehen uns heute Abend oder ansonsten morgen wieder. Macht's gut und bis dann.